Im Radfahrerparadies Wesermarsch bietet sich mit der deutschen Silroute die attraktive Möglichkeit, interessante Entdeckungen mit echter Entspannung zu verbinden. Gut ausgeschilderte Radwege führen mich über eine 200 Kilometer lange Rundtour durch Marsch, Moor, durch das Binnenland und an die Nordseeküste sowie an einsame Orte und Siele, in Häfen und lebendige Städte. Da lohnt sich mehr als nur ein Blick. Meine Radtour beginnt in Altenesch beim Ochtum Sperrwerk. Und gleich zu Beginn fahre ich an einem Denkmal vorbei, welches an die geschichtsträchtige Schlacht von Altenesch erinnert. Entlang der deutschen Silroute werden Milchprodukte in sogenannten Melkhäusern angeboten. Bäuerinnen laden hier zur Rast ein. Bei einem Glas erfrischender Milch, Milchmixgetränken, Milchkaffee und anderen regionalen Köstlichkeiten kann man sich für die Weiterfahrt stärken. Hier bei Stefanie Nobis in dem Werder Altenesch werden ca. 60 Kühe gemolken. Die Kühe in der Wesermarsch leben gesund. Sie grasen den ganzen Sommer draußen auf der Weide. Im Winter laufen sie in einem sogenannten Laufstall frei herum. Auch Kühe lieben den Komfort, viel frische Luft, Licht und gesundes Futter. Auf der Fahrt Richtung Norden genieße ich am Straßenrand die schönen alten Häuser. Ab Sannau führt der Weg entlang der Ollen. Sie stellte in vorgeschichtlicher Zeit den Hauptarm der Weser dar. Begleitet werde ich auf diesem Streckenabschnitt von fast durchgängigen Baumreihen, die das Radfahren besonders an heißen Tagen zum Genuss macht. Der Wechsel von Licht und Schatten lässt eine Fülle von Grüntönen entstehen. Grundlage für eine Besiedlung der Marschflächen war nicht nur der Wurten- und Deichbau. Eine systematische Entwässerung war erforderlich, da die Deiche nicht nur das Wasser der See zurückhielten, sondern auch das Wasser der höher liegenden Geest und der Moore am Abfluss in das Meer hindert. Diese Tatsache hat zur damaligen Zeit ein Sprichwort hervorgebracht, welches die Situation treffend beschreibt. Ersaufen wir nicht im Salzwasser, ersaufen wir im Süßwasser. Im Mittelalter wurden daraufhin die ersten Siele angelegt. Aus diesem Beginn heraus entwickelte sich das heutige Gewässersystem. Thank you.
Hinter Berne geht es weiter über Dreisilien Richtung Huntebrücke, die ich aus der Ferne schon entdecke. Diese Brücke ist die Nachfolgerin einer Drehbrücke über die Hunte, die 1945 gesprengt wurde. Schöpfwerke und Pumpen im Landesinneren helfen, das Wasser aus niedrig gelegenen Bereichen in höher liegende Bereiche zu pumpen. Die ersten Schöpfwerke entstanden um die Jahrhundertwende. Ich genieße die Fahrt Richtung Norden. Fast überschwänglich gibt sich das Bild der kleinen und großen Häuser, die wie ihre Gärten auf das Feinste hergerichtet sind. Eine Vielzahl von Bauweisen vereint sich hier in Morim. Interessierte können in Großen Meer die St. Anna Kirche und das Brauereihaus besichtigen. Ich erreiche das Ferienland am Jadebusen, wo schon ein Feldhase mich erwartet. Kurz vor Jaderberg komme ich am Jaderberger Tierpark vorbei. Über 600 Tiere findet man im neu gestalteten Tierpark. Durch die großzügigen Freianlagen hat man das Gefühl, mit dem Tier auf Du und Du zu sein. Für Groß und Klein ist dieser Tier- und Freizeitpark ein besonderes Erlebnis. Dann wird es auf dieser Strecke ein wenig kurios. Da blinkt ein stählernes grünes Element in der Landschaft, eine Ölpumpe, die mir verrät, dass unter dem Land, auf dem ich stehe, einmal Erdöl vorhanden war und hier gefördert wurde.
Hinter Diekmannshausen überquere ich die Jade und fahre zur Mündung Schöpfwerk Jade. Ein Beispiel eindrucksvoller Bildhauerkunst ist der Skulpturenpfad rund um den Jadebusen. 7 Künstler aus der Region haben die Schöpfungsgeschichte in Stein gestaltet. Vor dem Deich kann man an einem Mast die Wasserstände der letzten Sturmfluten ablesen. Zum ersten Mal steige ich auf die Deichkrone, um den Jadebusen zu sehen. Die Tore der Siele schließen und öffnen sich mit dem jeweils ansteigenden Wasser, sei es durch den Außendruck des Flutwassers oder durch den Druck des Wassers, welches sich hinter den Deichen anstaut. Auf diese Weise kann Süßwasser zwar in die See abfließen, jedoch kein Salzwasser in das Landesinnere gelangen. Bei See steht, bildet vor allem das außendeichs gelegene weltweit einmalige schwimmende Moor eine Attraktion der besonderen Art. Durch die schädigende Wirkung der Sturmfluten wird es jedoch immer kleiner. Ausgewiesen ist dieses Moor als Naturschutzgebiet, das nicht betreten werden darf. Und wieder steuere ich einen Melkus an, um mich zu stärken. Die Seefelder Mühle ist nur ein Beispiel herausragender regionaler Kulturarbeit. Hier finden Konzerte, Lesungen und Vorträge statt. Hoch- und plattdeutsche Theatergruppen, Literaturkreise, Kunstgruppen,
Private und kommunale Kultureinrichtungen schaffen ein buntes Mosaik aus Veranstaltungen und Aktionen und laden die Gäste zum Zuhören und Miterleben ein. Die Seefelder Kirche wurde auf einem ehemaligen Deichfuß errichtet. Burhave, mein Tagesziel, ist nur noch 9 Kilometer entfernt und dann liegen 110 Kilometer Strecke hinter mir. Von der Deichkrone in Burhave sehe ich die Containerbrücken von Bremerhaven. Schon am nächsten Morgen um 5:30 geht es weiter und die Natur scheint hier in Ordnung zu sein, denn zwei Hasen begleiten mich ein Stück der Strecke. Am Deichfuß fahre ich weiter Richtung Blexen. Große Schafherden besiedeln im Sommerhalbjahr die Seedeiche. Die Schafe erfüllen eine ganz wesentliche Aufgabe zum Schutz der Deiche. Sie befestigen durch ihren Tritt die Deichoberfläche aus Klei und halten das Gras kurz. Damit wird der weiche Sandkern des Deiches gegen die Kraft der anrollenden Sturmfluten geschützt. Neue Deiche bestehen heute aus einem Sandkern mit einer mindestens 1 Meter dicken Kleidecke. Heute wird der Küstenschutz mit den anfallenden Aufgaben wie Deicherhöhung und Deichverstärkung als Gemeinschaftsaufgabe des Bundes und der Küstenländer durch die Deichverbände durchgeführt. Ein Stück des Weges fahre ich Außendeich am Wattenmeer entlang. Hier im Wattenmeer sind die Marschen entstanden. Die Marschen konnten sich durch die täglich zweimaligen Überflutungen der Küste durch die See bzw. dem Sedimenttransport der Flüsse aus dem Binnenland entwickeln. Diese von der Weser und dem Meer angeschwemmten Sedimente und Schlammmassen bestehen aus Schlick, Schlicksand, Sand und Schlickton. Wenn die Flut des Meeres aufgelaufen ist und durch den Tidehöhepunkt einige Zeit zum Stillstand kommt,
ist eine Ablagerung von Sedimenten möglich. Die feinen Tonteilchen lagern sich im Uferbereich der vorhandenen Küste ab. Durch die sofortige Einbindung dieser Sedimente durch die Algen und Würmer des Watt bildet sich Schlick, der nicht mehr abgetragen wird. Auf diese Weise entsteht mit jeder Flut eine hauchdünne Schicht neuen Landes auf dem Meeresboden, dem Watt. Dieses vollzieht sich so lange, bis der Meeresboden auf eine Höhe angewachsen ist, die nicht mehr vom mittleren Tidehochwasser überflutet wird. Neues Land ist entstanden. Kurz vor Blexen sind die Containerbrücken von Bremerhaven schon ziemlich nahe.
Das kleine Dorf Volkers hat bei dem Wettbewerb Unser Dorf soll schöner werden schon sehr schöne Erfolge errungen. Ich erreiche Blexen, schiebe das Rad auf die Kirchenfurt und stehe vor dem eindrucksvollen Bau der Sankt-Hippolyt-Kirche von Blexen. Es ist der älteste Kirchenbau der Wesermarsch. Durch ein Kleingartengebiet fahre ich weiter Richtung Weserfähre, Nordenham-Blexen nach Bremerhaven. Mit der Fähre ist man in einer knappen halben Stunde auf der anderen Weserseite. Ich bleibe allerdings diesseits der Weser und schaue mir noch einmal Nordenham an. Von Nordenham verlaufen Richtung Süden Sielroute und der bekannte Weserradweg gemeinsam. Auf der Weser sehe ich die Oceana. Sie kommt von Bremen. Man hat die Möglichkeit, dort sein Fahrrad mitzunehmen.
Bei Kleinensiel überquere ich den neuen Wesertunnel, der für Fahrräder und Fußgänger gesperrt ist. Er hat zwei Röhren. Die Tunnelbohrmaschine hatte einen Durchmesser von fast 12 Metern. Das Ausfahren der ersten Röhre dauerte 17 Monate. Nach Umbau des Bohrkopfes schaffte man die zweite Röhre in 9 Monaten. Bis zu 10 Meter Tunnelvortrieb schaffte man am Tag. Und dann habe ich mich mal verfahren und stehe vom Zaun des Kernkraftwerks Esensham. In einem Informationszentrum hat man die Möglichkeit, sich über das Kernkraftwerk zu informieren. Am Unterlauf der Weser, mehr dem Meer als dem Land zugewandt, dort, wo seit ewigen Zeiten Ebbe und Flut das Leben am Strom bestimmen, liegt das Kernkraftwerk Unterweser. Ebbe und Flut sind es auch, die besondere bauliche Anforderungen erforderten, um die Anlage immer mit genügend Kühlwasser zu versorgen und um den Wärmehaushalt der Weser nicht zu belasten. Das Kernkraftwerk Unterweser zählt zu den sogenannten Grundlastanlagen, die rund um die Uhr in Betrieb sind. Als Grundlast bezeichnet man die Strommenge, die ohne Unterbrechung und Laständerung Tag und Nacht zur Verfügung stehen muss. Kurz hinter dem Kernkraftwerk Unterweser fahre ich in Beckumersiel zum Melkhus von Hilke Herrmann. Sie ist eine von 10 Bäuerinnen, die ein Melkhus an der Sielroute betreibt. Die meisten Häuser werden auf Selbstbedienungsbasis betrieben. Doch leider gibt es immer wieder Gäste, die sich zwar selbst bedienen, aber nicht selbst bezahlen. Was laut Aussage der Betreiber aber keine Radwanderer sind. Auch eine Überwachungskamera schreckt diese Leute nicht ab. Schade eigentlich.
Immer am Deich entlang radeln komme ich zum Strohhauser Siel, welches 1970 erneuert wurde. Hinter dem Deich befindet sich ein beliebter Sportboothafen. Von der Deichkrone werfe ich einen letzten Blick auf das Kernkraftwerk Unterweser. Vor Rodenkirchen entdecke ich ein altes Deichschad mit Holztoren am Absersiel. Hier kann man einen guten Vergleich zu den bekannten heutigen Deichdurchlässen ziehen. Die Deichwiesen der Nordseeküste sind einzigartig und sie sind es auch, die dem Lamm seinen unvergleichlichen Geschmack geben. Die Meeresluft und der natürliche Speiseplan der Lämmer, der ausschließlich aus Gras und Milch besteht, sorgen für ein besonderes Fleisch. Im Juli und August laden die Restaurants in der Wesermarsch deshalb zu kulinarischen Köstlichkeiten vom Deichlamm ein. Endlich erreiche ich Brake, dessen Hafengelände ich schon von Weitem erkenne. Die riesigen Hafenanlagen mit ihren Tanks und Kränen und Hallen dienen den Umschlag und der Lagerung von Übersee ein- und ausgehenden Gütern. Am südlichen Ende der Stromkage erreiche ich den Braker Innenhafen, den ich über die Kammerschleuse überquere. Auch das Schifffahrtsmuseum sollte man sich ansehen. Es ist in zwei Häusern untergebracht. Hier in einem alten Kaufmanns- und Räderhaus aus dem Jahr 1808, wo ein Teil der Sammlung zu sehen ist. Das Stammgebäude des Museums ist ein Telegrafenturm aus dem Jahre 1840, direkt am Weserufer. Das stolze Gebäude wurde Wetterstation
Spritzenhaus und später sogar als Untersuchungsgefängnis benutzt. In Käseburg überfahre ich die Mündung des Käseburger Sieltiefs, welches einen großen Bereich der Stedinger Marsch durch das Käseburger Siel in die Weser entwässert. Vor Elsfleth entdecke ich die hochgeklappte Brücke des Hundesperrwerks. Zu jeder vollen Stunde wird sie heruntergeklappt und man kann über die Weserinsel Elsfleder Sand Richtung Süden fahren. Auf der Weserinsel vor Elsfleth erreiche ich das Melkhus von Karin Schumacher. Ich gönne mir ein letztes Milchmixgetränk und mache mich dann auf die letzten Kilometer bis Altenesch.
Meine Radtour auf der Seelroute geht langsam zu Ende. Gut 200 Kilometer in 2 Tagen liegen hinter mir. Die Wesermarsch war ein wahres Radfahrerparadies. Erfahren auch Sie die vielfältigen Routen in der weiten, flachen Landschaft. Auf hervorragend ausgeschilderten Wegen durch Weiden und Wiesen oder den Deich entlang der Nordseeküste. Gestalten Sie Ihre Freizeit aktiv und gesundheitsbewusst. Und obendrein macht es auch noch Spaß. Schwingen Sie sich aufs Rad und fahren Sie ab.